Ja, ein wunderherrliches Moin Moin und willkommen zurück zu Judgment. Ja, ich wollte mich auf den Main Plot fokussieren, aber das Spiel irgendwie nicht. Deswegen haben wir in der letzten Folge einen nervenaufreibenden Kuchenfall gelöst. Tja, schlau wie wir nun mal sind, ne? Haben wir rausgefunden, dass niemand den Kuchen geklaut hat. Sondern Gender hat ihn weggeworfen. Wegen des Stromausfalls. Der war eh verdorben. Oh. Wenn Sanachan singt, reinigt sie meine Seele. Ja. Warte mal, kann ich hier schreiben? Sana. Oh, ich kann hier nicht einfach so schreiben. Dann gehen wir nochmal zu Higashi. Aber... das könnte Probleme geben. Fällt mir jetzt erst auf. Higashi hat ja von Hamura eine aufs Maul gekriegt. Mit der Anweisung, nicht so nett zu mir zu sein. Yagami! Mal gucken. Was ist denn hier, du Mann? Ojamaka? Ojamaka, da? Moschkashira ni miroretara. Du Mann. Hm? Ah ja. そんなに心配することはないか。もう頭もお前に構ってる場合じゃねえし。昨夜の銃撃事件のせいでか。まあ、その次後、頭は事務所を出てそれっきりだ。殺が来た時にはとっくに雲隠れしてたよ。で、何の用だ?ぼさっと突っ立ってんのは一応客なんだからよ。 たく、座れ。夕べから松金組は大変だね。ああ。事務所はさつでごった返してる。俺もこれ吸い終わったら行くんだけどよ。何しに?事務所の守り固めにだ。組のもんは全員招集かけられてる。なるほど。それにしても。 なんで教令会は急にやる気になったんだ。今まで大人しくしてたのに。ふん。今向こうのナンバー2ってのが神室町に来てんだよ。関西の方からわざわざな。ナンバー2。教令会の若頭で、塩谷聡。バリバリの武闘派で、ゆくゆくは小馬会長の跡目だ。じゃあ、 ゆうべの銃撃はそいつの指図。ああ。しかも塩谷が本当に狙ったのは、多分、ハムラの頭だ。あ?なんでそんなことが?うん、わかるんだな。こいつは、ゆうべ殺された栗本の写真だがよ。うぅ、どぎついな。両目を撃ち抜かれてる。ただ、 見せたいのは顔じゃねえ。服装の方だ。ん?この服が?なんだって?昨日は頭もこんなジャージを着てたよ。え?栗本とは歳も背格好も似てる。頭も気づいたはずだぜ。本当は自分が狙われたってな。 Der Angriff der Kyori galt also ausdrücklich Hamura und nicht dem Tojo-Clan? Naruhodo. Sore de awatete kumogakure shita no ka. Waratcha warii no kana? Omae, zuibun yoyu da na. Kashira o nerau kyoureikai ni shitara yo. Sore o muzai ni shita renchu mo juubun mato ni naru. Sou ja nee ka? Ja, ore mo nerawareru no? Ee? お前より新谷ってやつの方が危ねえ。法廷で弁護してたのはあいつだろ。ああ。片木が極道に狙われたらひとたまりもねえぞ。まあ俺が新谷の身内なら一言警告してやるとこだ。Ja, keine schlechte Idee. Vielleicht sollten wir Shintani warnen. Gehen wir jetzt zu Shintani, rufen wir ihn an. Oder was ist jetzt der Plan? Wir werden angerufen, wenn wir rausgehen.
Kim-san? Kim? Yo, Ach, der ist das. Ja, was heißt hier? Shintani wird warten müssen. Wir müssen zuerst Kim-san retten. Ja, das ist der, der auf der Straße einfach nur von irgendwelchen Idioten verprügelt wurde, den... Den Yagami scheinbar auch schon länger kennt. Au. Warte, du gehst jetzt in Super Saiyajin-Modus, oder was? Ich glaube nicht. Wenn er nach Hause kommt, werden dann per Aliens verprügelt. Aber warum nicht, ne? Dun, 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 dun. Kollege, du musst mir helfen. Nö, jetzt hab ich keinen Bock. Doch keine Polizisten, ne? Auf offener Straße. なんじゃってこれ。おお、そいつがヤガミさんか。ヤガミさん、噂は聞いてる。あんた偉い喧嘩が強いらしいな。それはどうも。俺はホンダ。景品同盟のホンダレンジだ。よろしく頼むぜ。オッケー。ホンダ、お前も一緒にこいつを締めるぜ。一緒に？行くぞ、てめえら。 Genau. おい、何なんだよお前。あんた、俺と喧嘩しろ。は？ 俺はあんたみたいな猛者とやり合うためにこの組織に入ったんだ。だから今すぐ俺と喧嘩しろ。お、フルビッツ。俺暇じゃねえんだけど。ヤガミさんよ、この世に喧嘩より優先するもんなんてねえ。違うか？はあ。さあ、おしゃべりはおしまいだ。存分に楽しもうぜ。 Das war wichtig. Das war auch wichtig. Wie der eine Typ einfach da steht und der Typ unter ihm durchrutscht. Recht nicht schwer, der Kampf. Daga. 今日はここまでだ。何？通行人が札に通報してやがった。そろそろやってくる頃合いだろう。行け。K
喧嘩より優先するもんなんてなかったんじゃないのか？あんたが捕まっちまったんじゃ喧嘩を楽しめねえからな。八神さん、逃げましょう。早く。おい、今日は楽しかったぜ。またやろうな、八神さんよ。Okay. Haben wir jetzt einen Rivalen? Den guten Honda? ここまで来れば、多分大丈夫です。キムさん、さっきのやつ、あれ何なの？噂、聞いたことあります。喧嘩狂いのホンダ。景品同盟四天王の一人だと聞いたことがあります。四天王？そんなのがいんの？Also vier von den Idioten. 景品同盟の中でも特に目立っている4人がそう呼ばれているそうです。葛西、本田、そして榊場、古賀。彼らはそれぞれ派閥を持っていて多くの部下を従えているそうです。つまりあんなのがあと2人もいるってわけか。その中でも古賀派は同盟の中でも最大の派閥と聞きます。武器の密売でたくさんお金を稼いでいるらしいです。だからヤクザも彼らに手が出せない。古賀か、そいつまで出てきたらちょっと厄介だな。すみません、私のせいで八神さん、あいつらの中でますます有名になってしまったと思います。まあいいさ。八神さん、気をつけてください。ああ、キムさんもね。Genau, sei auch vorsichtig, Kim-san. Endlich habe ich das hinter mir. Jetzt also zu Shintani. Bedrohungsstufe. Je nachdem, wie viel Fortschritt du gemacht hast und wie viel Zeit vergangen ist, befinden sich mitunter mehr Kähin-Gangmitglieder auf den Straßen als sonst. Die Bedrohungsstufe gibt einen Hinweis darauf, wie viele von ihnen es gibt. Solange die Bedrohungsstufe angezeigt wird, erscheinen mächtige Kähin-Gang-Anführers in der Stadt. Okay, erstmal zu Shintani. Putz, 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 putz. Sorry, ich hab noch niemanden für dich. Das Stück laufen wir mal in Ego-Perspektive. Haben wir überhaupt Beine? Nö. Zumindest können wir nicht so weit runter gucken. Shintani! Hallo. Oh, ist Shintani-Sensei nicht hier? Keine Ahnung, was willst du von ihm? Ich wollte ihn nur etwas fragen. Ich versuche es später nochmal. Moment. Yagami. Du willst einfach nur Däumchen drehen, bis Shintani zurückkommt? Hast du nichts zu tun? Naja, ich kann nicht behaupten, beschäftigt zu sein. Gut, dann habe ich den perfekten Job für dich. Ich habe einen Klienten, der einen Bodyguard braucht, und ich will, dass du das übernimmst, Yagami. Bodyguard? Was für Klienten nehmen sie denn heutzutage an? Oh, nur ein schmutziger Sorgerechtsstreit. Ich vertrete die Mutter. Ihr Name ist Osusa Otaki. Und ihre Tochter heißt Karin. Heute ist der Termin beim Familiengericht und ich möchte, dass du sie beschützt, bis sie dort angekommen sind. Okay. Vor wem soll ich sie denn beschützen? Anscheinend war der Vater bis vor kurzem ein Yakuza. Sie hat mir erzählt, dass sie einen heftigen Streit mit ihm hatte und dann mit ihrer Tochter fliehen musste. Also kriegt sie einen Bodyguard nur, weil er ein Ex-Yakuza ist? Ist das nicht ein bisschen übertrieben? Diese arme Frau scheint das nicht so zu sehen. Sie sagt, ihr Mann würde alles tun, um seine Tochter zurückzubekommen. Ihr Mann heißt Jin Otaki. Eventuell ist es noch gar nicht, ist es gar nicht nötig, aber du würdest sie vor ihm beschützen, falls doch? Hey. Okay, ich denke, das ist eine klare Sache. Wer weiß, wann Shintani-Sensei zurückkommt, also helfe ich einfach so lange. Danke, natürlich bezahle ich dich dafür. Ach ja, hast du jemals vom Rechtsanwalt Shune Oikawa gehört? Oikawa? Nee, ich denke nicht. Er vertritt den Vater. Aber er hat mal zu meinen Leuten gehört. Wirklich? Er hat hier gearbeitet? Ja, er hat hier aufgehört, bevor du gekommen bist. Einer dieser Elite-Heinis, der das Examen sehr früh bestanden hat. Er wollte seine Fälle unter allen Umständen gewinnen. Auch durch Bestechung oder Erpressung.
Oha, bin überrascht, dass ich dann noch nie von ihm gehört habe. Er war gut, er hatte richtig viel Potenzial. Deshalb habe ich versucht, ihm einzuhämmern, dass er seine Methoden ändern muss. Aber es hat ihn nicht interessiert. Letzten Endes blieb mir keine Wahl. Ich musste ihn feuern. Ich dachte, es würde ihn vielleicht wachrütteln. Aber damit hatte ich ihn nur angestachelt. Ich schwöre dir, er lebt jetzt dafür, mich fertig zu machen. Ist Rache dafür, dass sie ihn gefeuert haben? Ja, aber wenn man nur für Rache lebt, wird man nachlässig. Er wird es vermutlich nie lernen. Yay. Na gut, wissen Sie, wo Mutter und Tochter sich im Moment aufhalten? Tatsächlich waren sie bis vor kurzem sogar hier. Sie wollten einkaufen gehen und ich konnte sie nicht aufhalten. Dafür, dass ich Anwalt bin, scheint sie meinen Rat nicht sonderlich zu schätzen. Hört sich nach einer ganz reizenden Familie an. Irgendeine Ahnung, wo sie einkaufen gehen wollten? Sie hat davon geredet, ein Outfit für den Gerichtstermin zu kaufen. Also irgendein Klamottenladen, ja? Naja, schön. Ich suche sie. Das Spiel wirft einem aber auch immer wieder Steine in den Weg, oder? Klamottenladen. Wäre hier unten, ne? Ja. Le Marche. Na gut. Taxi! Taxi! Habe ich ja. Think Street Eingang. Dankeschön. Kostet ja zum Glück quasi nichts. Und wir haben auch mittlerweile schon ganz gut Kohle. Ohne irgendwie jetzt noch groß weiter Nebenquests zu machen. Ich erinnere mich noch, wie wir die 100.000 Yen für die Mainquest sammeln mussten. Ach, lass mich doch mal durch, Idioten. Ja, ich habe das nicht eingesammelt. Ist mir auch egal. Ist die Frau, die ich beschützen soll, hier? Oh, das muss sie sein. Entschuldigung, sind Sie Asuka Otaki? Das bin ich. Und wer sind Sie? Ich bin Yagami. Genda-Sensei hat mich gebeten, heute ein Auge auf Sie zu haben. Oh, Yagami-san? Ja, Genda-Sensei hat Sie erwähnt. Nun, freut mich. Ist Ihre Tochter in der Nähe? Karin? Haben Sie sie nicht gesehen? Nein, habe ich nicht. Wirklich? Bis vor kurzem war sie noch hier. Ich habe mich so auf die Kleidung konzentriert, dass... Hat sie sie verloren? Nicht gut. Dann ist sie ein leichtes Ziel für ihren Mann. Was soll ich jetzt tun? Ich werde nach ihr suchen. Bleiben Sie bitte hier für den Fall, dass sie wiederkommt. Okay. Vielleicht hat jemand hier etwas gesehen. Ich sollte mich umhören. Fragen wir mal den Shop-Clerk. Was, Sie erinnern sich an mich? Natürlich. Ich merke mir alle Gesichter und Namen meiner verehrten Kunden. Eine Art Geschäftspolitik von mir. Hey, das war klasse. Gefällt mir. Danke. Bitte lassen Sie es mich wissen. Wenn ich Ihnen irgendwie weiterhelfen kann. Mein Name ist Nautaro Terahara. Oh Gott. Nautaro Terahara. Okay. Yagami. Ich weiß das zu schätzen. Ich heiße übrigens Yagami. Nun, Yagami-sama, wären Sie eventuell an einem maßgeschneiderten Anzug interessiert? Das wäre schon was Nettes. Aber ich trage eigentlich kaum noch Gesellschaftskleidung. Ist das so? Ich persönlich denke, ein maßgeschneiderter Anzug würde Ihnen ganz hervorragend stehen. Sagen Sie das jetzt auch nicht einfach nur so, damit ich einen Anzug kaufe? Oh, auf keinen Fall, mein Herr. Ich mache Komplimente grundsätzlich ohne Hintergedanken. Bei dem Gesicht würde ich das auch machen. Mein Grundsatz lautet, jeder Anzug wird exakt auf die Bedürfnisse des Kunden abgestimmt. Wenn Sie sich also einmal schick in Schale werfen wollen, helfe ich Ihnen da gerne weiter. Okay, sollte ich mal einen Anzug brauchen, komme ich bei Ihnen vorbei. Ausgezeichnet. Dann hoffe ich, dass wir uns bald wiedersehen. Aber eigentlich wollte ich fragen, ob du das Kind gesehen hast. Naja. Was ist mit dir, Olga? Hallo. Entschuldigung, haben Sie dieses Kind gesehen? Ich suche nach ihr. Ich glaube, ich habe sie vorhin gesehen. Wirklich? Ja, sie ist in Richtung Nakamichi Street gegangen. Richtung Nakamichi Street. Dankeschön. Welche ist die Nakamichi? Was steht ihr denn hier an? Ach, um aufs Maul zu bekommen. Au, ah, na.
So machen wir das hier aber nicht. Nach zu machen. Au! Falsch. Okay, reicht. War zu voll. Ach ja, wir haben bestimmt Erfahrungspunkte. Das Boost erhöht den Angriffsschaden. Kann man eigentlich machen, oder? Mehr Damage. Halt der danach nochmal. Okay. Wir holen uns jetzt diese ganzen Skills hier. Einfach damit die weg sind. Und wir das fertig haben. Und wir sollten mal was essen gehen. Wer ist mit hier? Jetzt mach aber nicht mit mir wieder hier so eine Kaffeeverkostung, bitte. Reicht. Haken wir gut was ab. Da haken wir ordentlich was ab. Ja, bitte. Tschüss. Nochmal ordentlich Erfahrungspunkte bekommen, ne? Können wir das noch kaufen? Schon bei 51% Skills. Ist in die Arcade gegangen? Ach ne, da, davor. Sie sieht aus wie Karin-chan auf diesem Foto. Du bist Karin Otaki, oder? Und du bist? Ich heiße Yagami. Gender-Sensei hat mir aufgetragen, auf dich und deine Mutter aufzupassen und du warst verschwunden. Also interessiert sich meine Mutter plötzlich für mich? Ich bin alt genug. Lass mich einfach in Ruhe. Das kann ich nicht. Wenn Mama und Papa sich scheiden lassen wollen, bitte. Ich würde am liebsten alleine wohnen. Lässt sich die Scheidung sie wirklich so kalt? Karin, was machst du denn hier? Oh, Papa, ich hab dich schon gesucht. Hast du? Solltest du es wirklich tun? Wenn deine Mutter das rausfindet, wird sie ziemlich sauer. Das interessiert mich nicht. Für einen Ex-Yakuza, der alles tun würde, um seine Tochter zurückzuholen, wirkt er nicht verzweifelt. Papa, ich wollte dir was geben. Karin, halt! Was fällt dir ein, einfach so wegzulaufen? Hä? Ich hab doch gesagt, ich schaue mich ein bisschen um und du hattest nichts dagegen. Vielleicht habe ich dich nicht richtig verstanden. Komm schon, Azusa. Willst du wirklich das volle Sorgerecht für Karin in dieser Scheidung haben? Und wie ich das will. In deiner Nähe würde Karin nie ihr volles Potenzial erreichen. Ich werde sie richtig erziehen. Als könntest du sowas entscheiden. Ich bin ihr Vater und ich... Komm schon, Karin. Wir müssen zu Gender-Sensei zurück. Ich hab ja gesagt, lasst euch eben scheiden. Was treibst du denn da, junge Dame? Ich hab gesagt, wir gehen. Hält sich wirklich kein bisschen zurück. Karin-chan hat etwas geworfen, oder? Ein Ticket für den Zirkus? Wollte sie das ihrem Vater geben? Ich heb das für sie auf, bis sie sich beruhigt hat. Ich glaube, sie gehen ins Büro zurück. Ich sollte ihm besser folgen. Nochmal 400 Erfahrungspunkte fürs Laufen. Das noch mit. Da bräuchten wir 300, das reicht natürlich nicht. Hier können wir uns nichts leisten. Oh, hier gibt es einen neuen Skill.
Verteidigungssystem. Ne, das hatten wir schon. Würfelglück. Wow. Ach ja, der Kühlschrank. Bodenloser Magen. Ja, bodenloser Magen. Gehen wir jetzt einfach nochmal 200 hierfür aus. Einfach, weil wir es eh irgendwann kaufen wollen. Ach so, jetzt verstehe ich. Das ist die. Das mit der Kayhin Gang ist die Lore-Erklärung dafür, dass es immer irgendwie Fights gibt. Weil die Matsugane kann ja jetzt gar nicht gegen fighten. Die müssen sich ja gegen den Kyori-Clan irgendwie verteidigen. Ja. Okay. Dann nehme ich das so hin. Total Amusement Tower. Wollt ihr das totale Amusement? I guess. Nee, 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 nee. Sorry. Wir gehen jetzt zu Sana-chan. Freundin und so. Date. Herz. Hey, Yagami-san, bist du vorbeigekommen, um mich singen zu hören? Na klar. Natürlich. Ich muss doch bei den neuesten Hits von Sana-chan auf dem Laufenden bleiben. Oh, jetzt fühle ich mich wie jemand ganz Besonderes. Oh, shit. Cringe. Dann verpasse ich meinen Auftritt heute etwas mehr. Wumms. Nur für dich. Mann, wieso bekommt er immer die Sonderbehandlung? Mein Herz lodert im Feuer der Eifersucht. Könnte aber auch nur mein Sodbrennen sein. Sana-chan sieht glücklich aus. Ich wünsche, sie würde mich so anschauen. Oh Gott. Ich befürchte, ich muss... Okay. Okay. Gut. Ich befürchte, ich muss die Leute irgendwann noch verprügeln. Sie hat mir eine Nachricht geschickt. Yagami-san, wusstest du, dass es im Internet Videos von mir gibt? Das höre ich zum ersten Mal. Hast du sie hochgeladen? Hast du sie hochgeladen? Ja, schon bevor ich nach Kamurocho kam, habe ich ab und zu Videos ins Internet gestellt, um mehr Leute mit meiner Musik zu erreichen. Wow, ich hatte ja keine Ahnung. Machst du das immer noch? Nicht mehr, seitdem ich hierher gezogen bin. Aber in letzter Zeit sind die älteren Videos ziemlich beliebt. Ich wurde sogar von einem Agenten kontaktiert und zu einem persönlichen Treffen eingeladen. Das ist gut, aber ich mache mir etwas Sorgen. Es ist toll, dass du der Musikszene einen Namen machst, aber manchmal mache ich mir Sorgen. Ja, das ist ja letztes Mal nicht so. Du machst dir wirklich Sorgen über mich? Wie süß! Ja, man weiß ja, was letztes Mal passiert ist. Ich habe Gutes über die Agentur gehört, also wird es wohl nicht so wie letztes Mal. Aber ich bin schon ein bisschen nervös. Warum bist du nervös? Hast du ein ungutes Gefühl bei der Sache? Es ist schwer zu sagen. Das war's. Voll. Chance verpasst, mehr Herzen zu bekommen. Das ist mein Life. Können wir uns noch einen Burger reinzwängen? Oh, können uns sogar noch ein bisschen verprügeln lassen von den Idioten. Oh ja, haut mich. Ich will mehr Burger essen. Was? Nee. Du gibst mir mal Geld. Okay, das wird mir jetzt zu heikel. Ich hab mir einfach mein Geld geklaut. Ich wusste gar nicht, dass die Schaltung an den Ziel fokussieren. Ja, okay. Kampfhaltung einnehmen mit R1. Ja, das ist ja anvisieren quasi, aber... Da stand ja irgendwas mit Drücke dann Dreieck. Ich würde gerne zwei Gerichte abhaken, aber das wird wohl nichts. Doch. Den Shake nehmen und dann irgendwas anderes dazu. Aha. Erfahrungspunkte und so. Vielen Dank, mein Herr. Oh, hey, Sie da drüben. Ich wollte Sie nicht erschrecken. Könnten Sie mir ein Lächeln schenken?
Wieso? Wir wollen mit unserem Event die Freundschaft zwischen Smileburger und der Bevölkerung fördern. Ich erkläre es Ihnen. Erstmal machen unsere Gäste mit einem der Smile-Mitarbeiter einen Smile-Schatzschuss. Danach laden wir das Foto auf der offiziellen Smile-Website hoch. Und dann können unsere Gäste online abstimmen, wer das Gewinnerlächeln hat. Ganz einfach, oder? Meint, sie wollen die Fotos online stellen? Ja, und als Ausgleich für diesen Verstoß gegen den Datenschutz darf der Gewinner als erster unser Geheimmenü probieren. Allerdings muss er es trotzdem noch bezahlen. Und zwar also lächeln, dann das Bild hochladen lassen und dann auch noch bezahlen? Mein Herr, könnten Sie vielleicht nicht ganz so mürrisch schauen? Wieso schenken Sie mir nicht ein Lächeln? Mann, ich wollte doch nur einen Burger. Wie komme ich da raus? Seien Sie doch nicht so. Warum machen wir nicht ein Foto? Ich heiße übrigens Hane Ida. Oh Mann. Na gut. Na schön. Zu einem geheimen Menü kann ich nicht Nein sagen. Super, dann fangen wir gleich an. Gehen wir am besten dafür vor die Tür. Und zeigen Sie mir Ihr Lächeln. Genau. Wollen Sie es vielleicht mal mit Lachen versuchen? So machst du ein Selfie. Ich weiß, wie ein Selfie geht. Oh Mann, ist das dumm. Das war schon mal nicht ganz schlecht. Die Mucke. Oh Mann, wo ist die Mucke hin? Aber wir müssen ihr Lächeln noch etwas aufpolieren. Sie sind sonst eher eine Frohnatur. Sind sie sonst eher eine Frohnatur, mein Herr? Jetzt wollen Sie mein bestes Lächeln sehen und dann sowas? Bitte nicht die Stirn runzeln. Lächeln Sie einfach weiter und freuen Sie sich auf das Ergebnis. Oh Gott. Ach man, diese Episodenlänge. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Falls ihr alles gerne ein Like da oder auch ein Abo, falls ihr noch mehr sehen wollt, Kritik gerne in die Kommentare und wir sehen uns gerne morgen wieder mit mehr Judgment. Bis moin, ciao, ciao.